Miley Cyrus muss ihre neue Single We Can't Stop verteidigen. Angeblich animiere sie darin, illegal Drogen zu nehmen. Es gibt da einige Textzeilen, die genau unter die Lupe genommen werden. Einmal sagt sie zum Beispiel Dancing with Molly. Das ist auch ein anderes Wort für Ecstasy. Ihr Sprecher behauptet allerdings, dass Cyrus das Wort Miley sagte und nicht Molly. Und als ihr Sprecher über eine weitere Textzeile gefragt wurde, verweigerte er seinen Kommentar. Darin heißt es, trying to get a line in the bathroom. Hat das etwa etwas mit Kokain zu tun? Zahlreiche Fans haben auf Twitter ihrer Verwunderung über den ehemaligen Hannah Montana Star Luft gemacht. Aber ihr Song rauschte sofort in der Liste von den iTunes-Charts hoch. We Can't Be Stopped wird auch auf ihrem neuen Album erscheinen.